Lieber Bill Gates, ich habe dich als Person und als Menschen früher sehr respektiert. Du bist ein erfolgreicher Mensch, ein Mensch mit einem riesen Vermögen. Aber was du gerade abziehst, macht dich jetzt nicht so beliebt. Ich hoffe, dass die Menschen aufwachen. Der liebe Bill Gates möchte eine Kooperation mit Deutschland, mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel starten und möchte das Impfen stabilisieren. Oder besser gesagt, man muss sich impfen gegen dieses Coronavirus. Bitte wacht auf. Deutschland, Österreich, Schweiz, wacht auf. Ich hoffe, dieses Video bekommt eine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Menschen solche Videos anklicken. Wacht auf. Wir müssen Nein sagen. Ich habe auf Facebook ein Bild gepostet mit diesem Zettel und habe geschrieben, ich werde mich nicht impfen. Aber wenn wir leise sind und wenn wir nichts tun und sagen, ja, wird nichts passieren, wird das dann ein Gesetz werden. Und wenn das ein Gesetz wird, dann kannst du 300 Mal gegen die Wand hauen mit deinem Kopf. Du musst das machen. Wir müssen jetzt als Volk in den sozialen Medien schreiben, nein, wir tun das nicht. Guckt nicht weg, Leute. Wir möchten diese Nachricht übermitteln. An die liebe Bundeskanzlerin, an den lieben Bundeskanzler, an den Herrn Bill Gates, an alle Politiker und an alle, die das Gesetz verpflichten möchten. Wir tun nichts impfen. Wir machen das nichts. Drückt uns nicht auf den Boden. Wir müssen nicht immer hinterherrennen und sagen, okay. Viele Menschen haben gesagt, ja, diese Schutzmasken, ja, die sagen, wir müssen das machen, aber keine Sorge, wird nicht umgesetzt. Wenn du jetzt keine Schutzmaske anhast, darfst du nicht ins Geschäft. Ende im Gelände, wenn du sagst, du hast Atemprobleme, dann geh nicht rein. Vorbei, ist Gesetz, stopp. Das gleiche wird es mit dem Impfen auch sein. Bitte wacht auf. Ich weiß, dieses Video ist jetzt nicht ein lustiges oder ein unterhaltsames Video, ich weiß. Aber dieses Video werde ich jetzt hochladen, da ich eine gewisse Reichweite besitze. Möchte da draußen nur eine Bitte aussprechen. Verbreitet dieses Video, teilt es in euren Gruppen, auf eurer Facebook-Seite und lasst uns gemeinsam gegen diese mächtigen Menschen antreten. Denn sie sind auch Menschen wie wir. Das war's von mir, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich werde jetzt nicht sagen, like das Video. Ich werde jetzt auch nicht sagen, abonniert den Kanal. Es liegt in euren Händen. Mir ist jetzt nur wichtig, dass ihr dieses Video verbreitet. Das war's. Peace out.